Tja, und damit Glück auf und herzlich willkommen zur Pressekonferenz beim FC Erzgebirge Aue. Spieltag Nr. 20, die Sonntagsspiele FC St. Pauli, Darmstadt 98, 0:1, SV Sandhausen, Dynamo Dresden 1:0. Und hier das Spiel der Veilchen gegen Eintracht Braunschweig am Ende 1:3 aus Auer Sicht. Beide Cheftrainer sind hier bei uns auf dem Podium. Und zuerst hat das Wort Thorsten Lieberknecht von der Eintracht. Ja, hallo zusammen. Zuallererst liegt es mir wirklich sehr, sehr am Herzen, mich inständig zu entschuldigen, dass ich die Gedenkminute für den Verstorbenen aus Aue mit einer keine bewusste Aktion, weil ich es nicht gehört habe, unterbrochen habe bzw. gestört habe. Und deswegen ist es wirklich von ganzem Herzen eine inständige Entschuldigung. Ich habe es nicht gesehen, nicht gehört, dass diese Gedenkminute ablief. Ich habe jetzt gerade gehört, es ist eben keine offizielle gewesen, deswegen vor dem Spiel. Ich habe es nicht gehört und möchte mich nochmal wirklich inständig dafür entschuldigen, dass sie gestört worden ist. Ich hoffe, Sie nehmen meine Entschuldigung an und nehmen mir das auch wirklich ab, dass ich es ernst meine. Ich glaube auch im Namen von Eintracht Braunschweig und auch von unseren Fans, die mit Sicherheit nichts dafür zu tun haben, sondern es war eben die Situation, dass ich es wirklich nicht mehr mitbekommen habe. Also Entschuldigung vielmals. Zum Spiel selbst bin ich natürlich froh, dass die Mannschaft nach dem 0:1 Rückstand schnell die Antwort gefunden hat. Wir wussten heute, dass es ein Spiel wird mit taktischen Finessen, mit der Situation 3-4-3, beide Mannschaften, viele 1-gegen-1 Situationen, auch Räume, die sich ergeben, so wie es dann beim 1-0 für Aue war. Und dann aber auch die Situation, dass wir relativ schnell das 1-1 dann geschossen haben und dann, wie ich fand, über 90 Minuten hinweg, nicht nur weil wir gewonnen haben, sondern auch in der Art und Weise, wie wir gespielt haben, ein richtig gutes Spiel abgeliefert haben, offensiv wie defensiv. Aber das war klar, dass es so ein Abnutzungskampf auch auf den Positionen wird. Viele 1-gegen-1 Situationen, viele Situationen eben, die mit Taktik zu tun hatten. Aber ich fand auch, dass es ein sehr attraktives Spiel von beiden Mannschaften war. Aue hat auch sehr viel investiert im Ballbesitz. Und wir haben gegen den Ball und auch im Ballbesitz versucht, auch diese Räume zu finden. Und die sind uns natürlich dann halt auch gelungen durch unsere Herangehensweise. Und deswegen bin ich froh, dass die Mannschaft sich belohnt hat und auch die Fans belohnt hat, dass diese Unterstützung eben, die uns gestern zugegen gekommen ist in Braunschweig und jetzt auch heute hier, dass er da auch in der Verantwortung eben den Fans gegenüber war und dem Verein, das eben zurückzugeben. Das hat die Mannschaft heute angeführt von einem Domen Kumbela, der sich in der Kabine als absoluter Leader gezeigt hatte, haben sich das alle verdient heute, diesen Sieg. Und und deswegen bin ich habe ich ein großes Danke an die Mannschaft ausgerichtet, dass sie sich so präsentiert hat. Und bin froh, dass wir gewonnen haben, dass wir den ersten Sieg eingefahren haben jetzt. Und für meinen Kollegen Hannes, für dich und für Erzgebirge Aue natürlich für die nächsten Spiele alles Gute. Es ist super interessant, finde ich, wie sich hier sich in den letzten Zeit sich präsentiert, was man hier hat geschaffen und wie man Fußball spielt. Das ist was ganz Neues, deswegen war es ein spezielles Spiel heute für uns und wir mussten uns was überlegen und es ging in vielen Dingen auf. Also für dich, Hannes, und für die Auer insgesamt alles Gute für die nächsten Spiele. Und damit geben wir gleich rüber zu unserem Cheftrainer Hannes Drews. Ja, zunächst einmal ein herzliches Glück auch von meiner Seite. Ja, Thorsten, vielen Dank und Glückwunsch für den Sieg heute im Spiel. Ja, wir haben uns natürlich richtig was vorgenommen vor diesem Spiel, wollten den Schwung aus Düsseldorf mitnehmen. Ich finde auch, dass wir in der ersten Halbzeit das gut hinbekommen haben, dass wir grundsätzlich diese fußballische Qualität an den Tag gelegt haben, wie wir es auch in Düsseldorf geschafft haben. Gehen dann 1-0 in Führung. Ja, und gefühlt, ich glaube, ich saß noch gar nicht wieder richtig, dann fiel das 1-1. Das ist natürlich sehr, sehr bitter, dass wir dann so unachtsam da zur Sache gehen und dann einfach unglücklich dieses 1-1, also unglücklich in dem Sinne, dass es so schnell dann passiert. Thorsten hat es eben schon angesprochen, Braunschweig hat 1-1 dieses System von uns gespiegelt, sodass es zu vielen 1-gegen-1 Duellen kam und so entsteht letztendlich auch das 1-1 und das 2-1, weil wir in diesen 1-gegen-1 Duellen A ist nicht gewinnen und B, denjenigen, der dann im 1-gegen-1-Duell ist, nicht gut sichern, sodass es dann zu diesen beiden Gegentreffern kommt.
Ich fand insgesamt, dass wir in der ersten Halbzeit, obwohl der Gegner uns das wirklich sehr schwer gemacht hat, wir immer wieder auch auf unseren Sechserpositionen über Fandrich, Tiffert immer wieder ins Spiel gekommen sind, wir auch Chancen kreiert haben. Ich glaube, das, was wir vor Weihnachten so ein bisschen zaghafter waren, dass wir uns Chancen erspielt haben aus dem Spiel, war einfach viel häufiger der Fall. Und in der zweiten Halbzeit ist es dann so, ich müsste jetzt lügen, 10 Ecken, 11 Ecken, die wir kreieren. Und ich glaube, Dennis Kempe mit einer Großchance, die vom Torwart gehalten wird, und dann aus diesen Ecken entstehen immer mal wieder Situationen, wo es gefährlich werden kann. Klar ist mit den schnellen Spielern von Braunschweig, dass es immer wieder dann auch zum Konter kommen kann. Wenn wir uns da ein bisschen cleverer anstellen, fällt sicherlich doch das dritte Tor nicht. Aber insgesamt sind wir enttäuscht, dass wir heute nichts mitgenommen haben. Wir wollten unbedingt heute vor dieser Kulisse gewinnen. Und deswegen sind wir wirklich sehr, sehr enttäuscht, dass es so gekommen ist. Und ich glaube, wir konnten so ein bisschen den Schwung aus Düsseldorf mitnehmen, aber richtig mitgenommen, sage ich erst, wenn wir wirklich dieses Spiel heute hätten gewinnen können. Und ähnlich wie in Düsseldorf, es ist schön, dass Thorsten es sagt, dass wir einen guten Fußball spielen, aber ich muss meiner Mannschaft einfach sagen, wir müssen auch langsam mal was Zählbares auf dem Tableau haben, weil das ist viel, viel wichtiger, weil wir sind im Profibereich, da zählen Punkte. Und so wird wahrscheinlich auch die Kritik an meiner Person jetzt wieder aufkommen, weil wir die Punkte nicht eingefahren haben. Aber ich glaube, jeder hat heute im Spiel gesehen, dass wir gekämpft haben, alles gegeben haben und dass wir auch eine klare Idee hatten, was wir fußballisch zeigen wollen. Ich wünsche Thorsten und seinen Braunschweigern alles Gute, gute Heimfahrt und für die Zukunft alles Gute. Und allen anderen noch ein herzliches Glück auf. So, aber bevor der Braunschweiger Bus losfährt, ist natürlich noch die Chance für Fragen der Presse. Und wenn es die gibt, dann bitte ich um ein ganz kurzes Handzeichen. Bitte ganz kurz den Namen und die Redaktion dazu. Im Fernsehinterview gesagt, Sie wussten, dass das Spiel für Sie sozusagen Endspiel ist. Wie geht man in so ein Spiel rein als Trainer? Man sieht es Ihnen auch an, dass das Ihnen sehr nahe geht. Und natürlich, wie geht es die Woche weiter? Ich habe mich gefreut auf die Partie. Und mir war wichtig, dass die Mannschaft davon eben komplett frei sich bewegt auf dem Platz. Und das ist das, was mich wahnsinnig gefreut hat. Also von daher wird es so sein, dass wir uns mit Sicherheit auch in dieser Woche ganz normal, so wie immer, treffen und die Dinge besprechen werden. Ja, das ist ja auch normal, wenn wir mit Eintracht Braunschweig eben in so einer Situation sind, wie wir sie vorfinden, dass wir natürlich den Zielen hinterherhängen, die Punkte ausbleiben, dass es da unruhig wird. Und das ist ganz normal. Aber für mich war heute ganz normal wichtig, dass ich mich darauf gefreut habe, dass die Mannschaft sich fokussiert hat. Und heute hat sie gezeigt, eben, was alles in der Mannschaft drinstecken kann. Ich glaube auch, das ist dann auch hier in Aue oder grundsätzlich woanders, wenn eine Mannschaft fokussiert, die richtige Einstellung hat und dann, wie gesagt, auch angeführt wird von Spielern wie Dome Kumpela, wie Mirko Borland, der nicht auf der der verletzungsbedingt fehlt, und auch das Innenleben der Mannschaft, dass sie sich alle hier, dass sie alle mitfahren wollten und sich eng zeigen wollten, auf das hatte ich mich auch gefreut, ja, und das zeigt, was dann eine Mannschaft bewirken kann, ne? Dass natürlich nicht alles perfekt war heute auch bei einem Tag, wenn du Gegentor bekommst, ist normal, aber die Mannschaft hat auch gezeigt, was drin ist mit der Fokussierung, mit dieser Einstellung, und das ist eben das, was, denke ich, heute extrem positiv ist. Und ja. Thorsten Lieberknecht mit der Antwort für die Braunschweiger Zeitung, und der Herr Mauer macht gleich nochmal weiter. Eine Nachfrage noch zu dem Thema. Wissen Sie schon sicher, dass Sie dann gegen Lautern auf der Bank sitzen? Oder? Das weiß ich nicht. Wovon hängt das ab? Ihre Entscheidung? Oder? Von Ihnen. Von mir? Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube nicht, dass Sie so einen Einfluss haben. Keine Ahnung. Gibt es weitere Fragen? Fabian Held von der dpa. Herr Treves, ich gebe Ihnen absolut recht, spielerisch Top-Leistung, oder nicht top, aber gute Leistung auf jeden Fall. Aber was muss passieren, dass es jetzt nach 9 Spielen und nur einem Sieg beim nächsten Mal wieder klappt, jetzt gegen Nürnberg? Also zunächst einmal fahren wir jetzt, oder gehen wir in jedes Spiel und wollen es logischerweise gewinnen. Also es wird jetzt nicht sein, dass wir nach Nürnberg fahren und sagen, oh,
wir machen wieder ein gutes Spiel und es wird wieder nicht lang, sondern es geht natürlich darum, dass wir jetzt alle Kräfte bündeln und zusehen, dass wir über 90 Minuten eine Leistung abliefern, wie wir es stückweise heute schon geschafft haben und in Düsseldorf stückweise geschafft haben, das über 90 Minuten abrufen. Und ich glaube, das Entscheidende war, dass wir uns endlich mal belohnen für diese Leistung. Da gibt es jetzt kein Patentrezept, was man irgendwo aus der Schublade zieht, sondern es ist harte Arbeit auf dem Trainingsplatz und da muss jetzt jeder Einzelne in der Woche auch entsprechend durch. Vielen Dank, Hannes Drews. Weitere Fragen? Die gibt es nicht. Dann gucken wir schnell noch auf den 21. Spieltag der FC Erzgebirge. Wie eben schon gesagt, am Freitag in Nürnberg. Eintracht Braunschweig empfängt am Sonntag, nächsten Sonntag, den 1. FC Kaiserslautern. Beiden Mannschaften dazu viel Erfolg, den Braunschweigern eine gute Heimreise und Ihnen allen zusammen einen schönen Restsonntag. Glück auf!